Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und Toshi da für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute so einen kleinen Speedgigger präsentieren. Der ein oder andere, der bei mir im Stream ab und an mal vorbeischaut, weiß, dass ich aktuell in alten Dungeons und Raids am T-Mog farmen bin und dementsprechend bin ich da zum großen Teil mit 4 Accounts gleichzeitig aktiv. Und farme da dementsprechend T-Mog-Sachen, laufe da relativ schnell durch und das hat den Grund, da ich mir vorher Speedgear gefarmt habe. Da wurde ich jetzt schon öfter drauf angesprochen, ich soll das mal in einem Video erklären. Das machen wir jetzt. Wir schauen uns verschiedene Sachen an. Erstmal Level 70er Chars bzw. auch ein Level 61er Char. Welcher schneidet da besser ab? Wer kann schneller sein? Wir werden uns das Gear an sich angucken, ein bisschen Verzauberungen, Gems schauen wir uns an, vielleicht dann auch noch ein paar Geschichten, die euch allgemein weiterhelfen können. Wie funktionieren die Sachen mit den Stats überhaupt? Beziehungsweise werden wir uns dann auch noch so ein paar einzelne Sachen anschauen, wie wir unseren Speed abseits vom Gear noch ein wenig erhöhen können. Dazu habe ich in großen Maßen einen WoW-Head-Artikel benutzt, und zwar ist es der Making a Dragonflight Speed Gear Set. Und dementsprechend ist der Guide hier auf der WoW-Head-Seite sehr, sehr ausführlich. Da werden wir einiges draus auch benutzen, beziehungsweise ich habe da auch einiges draus benutzt. Und ich würde sagen, da werden wir uns auch ein bisschen mit dran ranhangeln. Ja, als allererstes würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir an Speeds mit den Chars zusammenkriegen. Ich habe jetzt 2 Chars exemplarisch genommen. Einmal hier mein Worry. Mit dem habe ich hier einen durchgehenden Movement Speed von 181%. In Epic Mount ist 200% schnell, wie ihr wisst. Heißt, damit kann man schon einiges rausholen, dass man durchgehend mit einem 70er Char 181% schnell ist. Es geht sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Es gibt dann noch einen Trank, den man reinhauen kann, der auch 30 Minuten lang drauf bleibt, beziehungsweise könnt ihr natürlich alle möglichen Speed-CDs ziehen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mal den Jump benutzen, da bin ich dann schneller, hier 251%, oder ich kann euch auch noch was zeigen, ein Ingi-Item, das ich jetzt hier zum Beispiel benutzen kann, da geht der Speed auch hoch, 400%, 500%, 600%, 700%, 800% und so weiter. Und das andere, was wir uns noch angucken wollen, ist dann jetzt zum Beispiel hier ein Low-Level-Char. Der Char ist Stufe 61, wie ihr seht. Und der hat hier gerade einen durchgehenden Movement-Speed, ohne dass ich irgendwelche CDs ziehe, von 256%. Ne? Ihr seht, der kleine Goblin ist es, glaube ich, ist relativ schnell. Jetzt kann ich zum Beispiel auch noch ein CD ziehen. Bin ich 346% schnell. Theoretisch könnte der Char natürlich diese Ingi-Items, die der Worry hat, auch noch mit reinsetzen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen, da kann man natürlich dann auch noch was machen. Gut, ich sollte vielleicht sagen, dass ich persönlich bei meinen 4 Chars, ich habe quasi alle vier Rüstungsklassen abgedeckt, sind auf verschiedenen Accounts, dass ich die gleichzeitig laufen kann, heißt, darauf bin ich, ich bin quasi hauptsächlich bedacht bei dem Ganzen, dass meine Chars alle quasi einen Movement Speed haben, ohne CDs zu ziehen, also dass der Grund Movement Speed relativ schnell ist und dass der möglichst gleich schnell ist, beziehungsweise es hängt halt von dem Char ab, der am langsamsten ist, weil ich habe die alle auf Follow und ziehe die einfach nur mit. Ne? Wenn ihr natürlich jetzt mit einem Char unterwegs seid, dann wollt ihr möglichst viele Cooldowns und CDs haben, wo ihr dann durchbrettern könnt. Bei mehreren Chars gleichzeitig macht es natürlich keinen Sinn, weil sonst müsstet ihr die mit allen einzeln ziehen, dann sind die unterschiedlich schnell, das mit dem Follow klappt nicht mehr und dann ist es Käse. Ne? Deswegen so ein bisschen auch der Blickwinkel. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und schauen uns das Gear an. Das war jetzt ein bisschen das Vorgeplänkel. Was für ein Gear wollt ihr anziehen? Als allererstes solltet ihr vielleicht wissen, dass es verschiedene Stats gibt, die euren Movement Speed erhöhen. Es gibt einfach einen Tertiär-Stat, den haben wir zum Beispiel hier drauf, die heißt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit funktioniert so, umso mehr Geschwindigkeit-Stat ihr habt, umso mehr Movement Speed kriegt ihr. Es ist jetzt aber leider nicht so einfach, dass ihr sagt, 10 Geschwindigkeits-Stats sind dann 1% Movement oder 100, ne? Sondern das hat eine abnehmende Wirkung wie viele Stats. Was ist die abnehmende Wirkung? Umso mehr Stat ihr habt, umso weniger kriegt ihr für eine gewisse Anzahl an Stat an Prozent. Heißt, wenn ihr relativ wenig habt, kriegt ihr aus dem Stat noch relativ viel Prozent. Wenn ihr sehr viel habt, wird es immer weniger, bis zu einem Hardcap, wo ihr gar nichts mehr kriegt. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, denn es gibt nicht nur diesen Geschwindigkeitsstat, sondern es gibt auch Flat Movement Speed Prozent. Und dieser Flat Movement Speed Prozent ist zum Beispiel bei Verzauberungen drauf. Und zwar haben wir hier schwache Geschwindigkeitserhöhung. Und diese schwache Geschwindigkeitserhöhung ist eine VZ aus, ich weiß jetzt gar nicht aus welcher Expansion, auf jeden Fall aus einer alten Expansion. Und
Die erhöht prozentual unser Movement Speed. Und das Witzige ist, die schwache Geschwindigkeitserhöhung ist die stärkste, die es überhaupt gibt an Verzauberung, denn sie tut unsere Geschwindigkeit flat um 10% erhöhen. Hat auch keine abnehmende Wirkung. Dementsprechend sind diese Flat-Geschwindigkeitserhöhungen immer das Beste, was ihr haben könnt. Dazu habe ich auch hier drei Azerit-Teile an, kombiniert mit dem Herz von Azeroth. Das sind alles aus BFA, die Sachen. Und diese Azerit-Teile haben einen bestimmten Stat drauf und der heißt Langschreiter. Und dieser Langschreiter erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit prozentual und quasi nicht mit diesem Geschwindigkeitsstat, also auch keine abnehmende Wirkung. Hier haben wir zum Beispiel Langschreiter mit 17% Movement Speed. Wie das genau funktioniert, werden wir uns gleich angucken. Jetzt vielleicht erstmal noch diese abnehmende Wirkung. Da gibt es nämlich hier auch eine schöne Auflistung, wenn ihr seht. 1% Tertia-Stat, also Geschwindigkeit, bringt uns, wenn wir zwischen 0 und 100 haben, 0,1%. Heißt, wenn ihr 10 Stat habt, kriegt ihr 1% mehr Movement Speed, was relativ gut ist. Ja? Zwischen 101 und 150 kriegt ihr nur noch 0,8. Zwischen 151 und 200 nur noch 0,6. 0,06 so rum. Und ab 200 kriegt ihr nur noch 0,04. Heißt, ab 200 Movement Speed Stat kriegt ihr weniger als die Hälfte durch einen Speed Stat als zwischen 0 und 100. Also ihr seht, das nimmt natürlich schon gewaltig ab. Und es gibt anscheinend auch einen Hard Cap. Irgendwo habe ich das hier gelesen. Da bin ich persönlich jetzt noch nicht dran gekommen. Aber ich meine, irgendwas bei 40-50% gibt es auch einen Hard Cap, wo ihr gar nichts mehr kriegt. Aber so viel habe ich persönlich ehrlich gesagt auch gar nicht zusammenbekommen. Und ja, dementsprechend ist es eigentlich jetzt nicht so relevant. Aber bloß, dass ihr hier mal ein Gefühl für kriegt, wie das Ganze funktioniert. Ne? Ihr könnt euch das gerne, ich werde euch das natürlich auch verlinken. Wenn euch das noch näher in die Materie interessiert, könnt ihr euch das dann auch genauer durchlesen. Aber wir wollen jetzt hier zumindest da ein bisschen oberflächlicher bleiben, sonst wird das Video einfach viel, viel zu lang. Gut, also so viel zu dem Unterschied zwischen Geschwindigkeitswert und diesem prozentualen Movement Speed Wert. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau, wenn ihr jetzt euer Gear anlegt, egal ob für einen 70er Char oder für einen 61er Char, das Wichtigste sind immer die Azerit-Teile. Denn auf den Azerit-Teilen, wenn ihr die richtigen holt, bekommt ihr bis zu 17% mehr Movement Speed. Und ihr könnt drei Azerit-Teile anziehen. Das addiert sich alles, ne? Also 17%, 17% und hier habe ich, glaube ich, jetzt nicht ganz 17%, sondern nur 14%. Also das sind schon mal einige Prozent mehr Movement Speed nur über diese Teile. Ihr kriegt die aber nicht, ohne dass ihr was machen müsst dafür. Ja, also klar, ihr müsst euch die Teile farmen, da werden wir uns auch gleich nochmal reingucken, wo wir die herkriegen, das machen wir gleich. Wichtig ist immer zu wissen, ihr kriegt hier, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 58% eures höchsten Sekundärwerts bis zu 17%. Heißt, ihr müsst einen Sekundärwert möglichst hoch haben und kriegt dann prozentual von diesem Sekundärwert Movement Speed und das Maximale ist 17%. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ihr schöpft bei allen diesen Azerit-Teilen die vollen, die vollen 17% oder was auch immer das Cap ist, aus, wenn ihr etwa 30% von einem Sekundärwert habt. Ja? Und was sind diese Sekundärwerte? Naja, Crit, Tempo, Versa, Mastery. Das sind die vier Sekundärwerte. Und dementsprechend müsst ihr halt gucken, dass ihr einen von diesen Stat möglichst auf 30% bekommt. Dann schöpft ihr das hier voll aus. Ich kann euch mal was zeigen. Ich habe zum Beispiel hier auf den Ringen, habe ich Crit drauf. Ich habe mir da mal Ringe gecraftet, eine Crit-Verzauberung und nochmal Crit. Ne? Ich habe da keinerlei Movement Speed drauf auf diesen Ring. Also hier ist nichts drauf, was den Movement Speed erhöht, außer Crit, Ausdauer, Tempo. Ne? Das sind einfach ganz normale Stats. Wenn ich jetzt hier reingehe und den Ring ausziehe, seht ihr, verliere ich Movement Speed und zwar nicht zu knapp. Liegt einfach daran, weil ich dann nicht mehr so viel Crit habe und dadurch kommt der Wert hier nicht mehr zum Tragen. Ne? Also heißt, wir müssen am besten gucken, dass wir die Azerit-Teile haben, dass die wirken, brauchen wir das Herz von Azeroth, das ist wichtig. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen Stat möglichst hoch bekommen. Heißt, wir wollen unser komplettes Gear darauf ausrichten, dass es möglichst viel von einem Stat hat. Ich habe ehrlich gesagt bei den meisten Chars Crit genommen, weil man Baseline schon noch relativ viel Crit hat. Ne? Also Tempo, Mastery, Versa hat man meistens gar nicht viel drauf. Versa hat man von Grund aus, glaube ich, gar nichts. Und
Crit ist meistens das, was man schon am meisten hat. Ne? Dementsprechend habe ich mir dann einfach möglichst viel Crit-Gear geholt. Das Ganze ist gar nicht so einfach, denn wir wollen zusätzlich noch einen Haufen alte Sachen anziehen, die dann hier ja noch Geschwindigkeit extra drauf haben. Dementsprechend müssen wir mit ein paar Teilen möglichst viel Crit rausholen. So, jetzt gucken wir uns aber als allererstes mal an, wo wir dementsprechend die Azerit-Teile herkriegen, beziehungsweise wie mit dem Herz von Azeroth läuft. Wenn ihr noch nicht so lange in WoW dabei seid, das Herz von Azeroth bekommt ihr relativ am Anfang, wenn ihr mit einem hochleveligen Char in BFA spielt. Dann kriegt ihr eine Quest, ihr kriegt einfach das, wo ihr das Herz von Azeroth holen müsst. Bei Magni in Silithus gibt es das Ganze dann. Und sobald ihr das habt, bekommt ihr in BFA nicht mehr quasi Items, die ganz normal Stats drauf haben, wie jetzt zum Beispiel das hier, sondern diese Azerit-Teile. Ne, wenn ihr dann quasi hier auf diese Azerit-Teile Shift draufklickt und rechtsklick, Shift rechtsklick, könnt ihr hier verschiedene Sachen auswählen und dann dementsprechend hier müsst ihr euch Items holen, die Langschreiter drauf haben. Wo es die gibt, sage ich euch gleich. Das könnt ihr nur skillen, wenn ihr das Herz von Azeroth hoch genug habt. Das Herz von Azeroth bekommt ihr dadurch hoch, dass ihr Azerit farmt. Jetzt aber nicht losgehen Azerit farmen. Ich habe den Fehler gemacht. Es gibt nämlich eine Catch-Up-Mechanik, wo ihr das Herz quasi einfach bei einem Typen quatschen könnt. Und dann kriegt ihr das direkt auf einen relativ hohen Wert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der für einer war. Aber der Wert reicht, dass ihr alles ausgillen könnt, ohne dass ihr Azerit farmen müsst. Ich habe angefangen Azerit zu farmen, habe das dann erst... Also ich wusste das damals, habe es aber vergessen gehabt. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Diese Quest gibt es dann, wenn ihr quasi die Questreihe mit dem Legendary-Umhang, meine ich, anfangt. Und die wird nachher auch noch interessant, denn das brauchen wir theoretisch auch noch, aber für eine andere Geschichte, und zwar für die Raumwelle, die uns auch nochmal 5% flat mehr Movement Speed bringt. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei den Azerit-Teilen. Und zwar hier gibt es eine relativ schöne Auslistung, wo wir was herkriegen. Und zwar, jetzt haben wir mal ein bisschen runtergescrollt, Azerit-Teile mit Langschreiter. Haben wir hier eine Auflistung, einmal für die Köpfe, ne, wie ihr seht, dann Platte, Kette, Leder und Stoff. Also es gibt in ganz Battle for Azeroth nicht sonderlich viele, wo man dementsprechend diese Teile kriegt. Selbiges gibt es hier unten dann auch nochmal für die Schultern, wie ihr seht, und dann hier für die Brust gibt es das auch nochmal. Ne? Also da seht ihr dann schön die Quellen. Was ist hier relevant? Wichtig ist, dass ihr am besten aus Normal Dungeons diese Items holt. Warum? Aus Normal Dungeons? Jetzt mag der eine oder andere meinen, ja gut, aus Raids müssten doch die Sachen krasser sein als aus Normal Dungeon oder aus dem HC bzw. Mythic Dungeon. Früher war das so. Blizzard hat aber ein bisschen was geändert. Man kann ja, die haben quasi BFA auf die gleiche Stufe gehoben wie Shadowlands. Heißt, eine Shadowlands Normal Instanz geht bis Stufe 60. Eine BFA-Instanz ging vor Dragonflight nur bis Stufe 50. Blizzard hat das angehoben, dass die auch auf Stufe 60 geht. Heißt, die Items und die Bosse sind, wenn ihr mit einem 70er-Char in eine Normal-Instanz in BFA geht, Stufe 60. Geht ihr in eine HC-Instanz und eine Mythic-Instanz, sind sie Stufe 50. Heißt, die Items im Normal scalen am meisten, weil sie einfach 10 Stufen höher sind als das Äquivalent im HC und im Mythic. Und das gleiche gilt auch für die Raids. Die Raids sind halt auch auf 50 gescaled und nicht auf 60. Und dementsprechend sind mittlerweile die Normal-Items die höchsten. Ja? Ihr könnt sehen, das Item hier ist zum Beispiel aus Dazar'alor mythisch. Ja? Müsste ja eigentlich viel höher sein als die Normal-blauen Items, aber bringt halt hier nur 14%, hat auch ein niedrigeres Item-Level. Die Normal-Items sind halt einfach auf 17%. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Blizzard mittlerweile im Dungeon Browser bzw. hier im Compendium angepasst hat. Wir können mal kurz reinschauen. Gehen wir mal auf Dungeons. Dazar'alor, oder warte mal, ich muss mal gucken, eine, wo es auch was droppt. Wo habe ich denn meinen Teil her? Das hier ist aus Tol Dagor. Da können wir jetzt einmal reingucken, wo haben wir es? Tol Dagor, hier Endboss. Seht ihr, Normal 194, HC 157, also HC ist niedriger und Mythic ist 159 und dementsprechend ist der Langschreiter, das ist jetzt, hier wird es leider falsch angezeigt, aber er ist auch niedriger, er ist keine 17%, sondern der ist auch nur auf 13 oder 11% sogar. Also definitiv überall, wo ihr ein Item aus einer Normal-Instanz kriegen könnt, geht die Normal-Instanz, geht nicht den Raid. Erstmal könnt ihr Normal die ganze Zeit farmen und ihr kriegt das Beste. Heißt, für Platte geht ihr Kopf Tol Dagor oder Underrot im Normal. Für
ja, Kette gibt es leider aus einer 5-Mann-Instanz keinen. Da wollt ihr am besten von Vexiona das Teil haben. Umso höher der Rate ist, umso mehr Prozente gibt's. Optimalerweise aus dem Mythic-Modus. Dann Leder wollt ihr Tol'Dagor im Normal gehen. Dann Stoff wollt ihr dementsprechend Siege of Baralos oder Waycrest Manor im Normal laufen für den Kopf. Dann für Platte wollt ihr im Optimal Zakul umhauen. Wenn es nicht anders geht, nehmt ihr Mechadrill im Mythic-Modus mit. Bei Kette wollt ihr Gahun am besten oder Lady Ashwain, wenn es geht, am besten Lady Ashwain im Mythic. Bei Leder Freehold im Normal. Beim Stoff, ne, Mechadrill, da habt ihr nur eine Möglichkeit, da sieht es schlecht aus. Und dann hier einmal die Brust, da haben wir dementsprechend wieder hier Siege of Baralos, Tol'Dagor im Normal. Dann Kette haben wir den Schrein und den Tempel im Normal. Dann Leder haben wir hier auch wieder King's Rest, Motherlode im Normal und Stoff wollt ihr Motherlode oder Freehold auch im Normal laufen. Genau, das Sachen droppen immer beim Endboss in den 5-Mann-Instanzen, also ihr müsst jedes Mal komplett durch, aber das geht eigentlich relativ easy mit dem halbwegs equippten Level 70er Char. Das Ganze gilt auch für den Level 61er Char. Da die Mobs auf Stufe 60 skalieren, wird es halt schwierig. Da müsst ihr wen finden, der euch durchzieht. Oder ihr habt einen zweiten Account, so wie ich das gemacht habe. Die beiden Optionen habt ihr da. Genau, soweit dazu. Dann, wie gesagt, ich verlinke euch das unten. Dann könnt ihr dann nochmal in Ruhe gucken, je nachdem, was ihr für eine Rüstungsklasse mitnehmt. So, Herz von Azoth hatte ich euch gesagt. Ne? Da solltet ihr am besten gucken, dass ihr euch das holt. Ab Stufe 60 kriegt ihr das, glaube ich, von der Quest. Oder Stufe 50, meine ich schon, könnt ihr euch das holen. Und dann ist es easy. Wenn ihr hier dieses Raumwellending haben wollt, könnt ihr euch, wenn ihr mit irgendeinem Charm euch früher die schon mal alle geholt habt, diese Dinger, in der Herzkammer einmal besorgen. Wir können uns jetzt mal kurz hinbegeben. Und zwar ist es so, dass ihr einen Händler freischalten könnt. Und bei diesem Händler können wir dementsprechend dieses Relikt, würde ich jetzt mal sagen, heißt kaufen. Und aber um diesen Händler freizuschalten, müsst ihr diese Legendary Quest einmal absolvieren, die man benötigt für den BFA-Umhang, diesen Legendary-Umhang. Das, naja, also man kann ziemlich viel durchskippen bei der Quest, ne? Die startet, ich meine, in BFA hat man die gekriegt, bei der Horde in der Pyramide ist die, glaube ich, losgegangen, bei der Allianz beim SW, beim König. Und dann hat man quasi hier eine ewig lange Questreihe, muss dann unter anderem mal hier rüber in, halt, da Uldum, schaltet hier quasi die Invasion frei, muss dann auch mal hoch nach Pandaria oder runter, schaltet dann hier diese Invasion frei und ganz am Ende muss man den Blackrock sich den Umhang holen und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man erstmal den Legendary-Umhang, den braucht ihr übrigens nicht, aber ihr könnt dann hier diese Händlerin freischalten und gegen diese Abzeichen, Echo aus Nyalotha, die kriegt ihr auch zufällig in Nyalotha, die ganzen verschiedenen Essenzen kaufen. Und diese Essenzen, naja, ihr braucht halt einfach nur eine, und zwar die Raumwelle, denn wenn ihr die reinhaut, ihr kriegt halt 5% Flat Movement Speed mehr, ne? Also halt, das ist die hier, ihr seht, eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 5% erhöht, und dann macht es noch irgendein anderes Zeug, interessiert uns nicht, 5% mehr Movement Speed, das wollen wir haben, ja? Dementsprechend könnt ihr euch das soweit freispielen und wenn ihr diese Legendary Quest Reihe anfangt, dann gibt es halt irgendwo diesen Skip, dass ihr euren Hals direkt auf eine gewisse Stufe bringt und dann könnt ihr das ganze Zeug hier skillen. Heißt, ihr müsst nicht extra Azerit farmen, sondern könnt einfach mit diesem Skip quasi das Herz hochballern und habt dann dementsprechend das schon mal soweit oben. Genau, also das sind die wichtigen Sachen. Was dann noch relevant wird, sind Verzauberungen. In oder auf Stufe 70 gibt es halt verschiedene Verzauberungen mit Geschwindigkeit. Unter anderem hier auf die Handgelenke 200 Geschwindigkeit, dann 125 auf den Umhang und auf die Brust sind es, glaube ich, auch nochmal 200, 225. Nimmt da die Stufe 3 Dinger, so teuer sind die nicht und die bringen halt am meisten Movement Speed. Dann wollen wir ganz wichtig noch schwache Geschwindigkeit haben auf die Schuhe. Das könnt ihr maximal auf ein Item drauf basteln, was ein Item-Level von 50 habt. Deswegen braucht ihr Stufe 50 Schuhe. Könnt euch irgendwelche aus dem AH kaufen. Was ich gemacht habe, ich habe an der Küste, verheerten Küste, kann man sich über irgendeine Ressource, wo haben wir sie? Legion, das sind, glaube ich, die hier, die Nethersplitter, gibt es einen Händler, da kann man sich
einen Token kaufen. Und zwar, wo ist das? Hier in dem Lager, hier irgendwo an dem Turm steht er dran. Der verkauft gegen den Nethersplitter eine Stufe 50 Item, glaube ich, von nahezu jedem Slot. Und ich habe mir halt so lange das Item gekauft, bis ich eins mit Sockel habe. Ja? Und da habe ich dann noch einen schwachen Geschwindigkeitssockel reingebastelt. Ihr könnt euch auch einfach irgendein random 50 oder auch ein Level 10er Item aus dem AH kaufen, ja, und da die Verzauberung draufhauen. Wenn es natürlich einen Sockel habt, habt ihr noch ein bisschen mehr von, weil Stats hat das Ding nicht viel drauf. Aber hier auf jeden Fall nicht die Max-Level-Verzauberung, Max-Level-Item anziehen, sondern diese 10% Movement-Speed sind auf jeden Fall King, also die braucht ihr. Und ja, dann könnt ihr euch aus BFA noch diese Teile herstellen lassen. Und zwar gibt es bei jeder Rüstungsklasse kann quasi der jeweilige Hersteller, also Platte ist halt ein Schmied, ne? Lederer ist dann für Kette und Leder da und Schneider für Schneider, können sich dementsprechend hier diese Items herstellen, dass ihr mit so einem extra Item quasi 58 mehr Geschwindigkeit habt, und das geht auf jedem Slot, also das kann einfach gecraftet werden. Ihr seht, da habe ich sogar selber gecraftet mit meinem Char. Das sind einfach diese Baseline-Items, die ihr craften könnt, mit so einer extra Reagenz hier. Ich bin jetzt blöderweise hier nicht auf einem Char, der das machen kann, aber eventuell in dem Guide steht sicher auch irgendwo mit oben drin. Dann kann ich euch das mal zeigen. Diese extra Reagenz hier hat man damals aus Sarah Mortis bekommen. Heißt, der Crafter muss da halt den Ruf soweit hochgebastelt haben, um diese Dinger herzustellen. Ne? Das ist halt das Ding. Die kann man auch mal Maha kaufen, sind aber nicht sonderlich viel drin. Auf Erreda mit meinen Chars musste ich ewig nach jemandem suchen, der quasi diese Shadowlands-Sachen gemacht hat und das dann craften konnte. Ja, ja gut, jetzt finde ich es hier leider gerade nicht so ganz. Auf jeden Fall ist das halt diese extra Reagenz hier. Also derjenige, der es craftet, muss halt sowohl das Rezept für das normale haben. Ah, genau, da haben wir es. Also ihr braucht am besten einen, der quasi die normalen Sachen craften kann, dann mal des Handwerks 4 haben muss, also dass das Item-Level von dem Ding hoch ist, weil umso höher das Item-Level, umso höher ist der Speed-Stat dann. Und dann haben wir hier noch Reinluftsegel-Erweiterung heißt es, und das ist das halt mit dem Movement-Speed drauf. Ne? Die Reitgeschwindigkeit geht nur in Shadowlands, der Movement-Speed, der geht überall. Ja. Wenn wir gerade davon sprechen, gilt überall. Die Azerit-Teile und Herz von Azeroth, die gehen nicht in den neueren Expansions, also die gehen nicht in Shadowlands und nicht in BF und in Dragonflight. Ne? Aber mit dem Gear wollt ihr eh nichts in Shadowlands farmen, weil ihr dann halt weak seid, und in Dragonflight wollt ihr damit auch nicht rumlaufen. Also da wollt ihr aktuelles Gear tragen, wenn ihr irgendwas farmt. Heißt, in Legion und allen, in BFA und allen Expansions drunter funktionieren die Sachen. In den aktuellen geht das nicht. Ne? Aber wie gesagt, da macht es eh keinen Sinn, die Sachen anzuziehen, weil da kriegt ihr dann halt nichts tot. Genau, so viel dazu. Ja, und jetzt ist es halt auf einem Max-Level-Char so, dass ihr ein paar von diesen Shadowlands-Sachen anzieht, dass ihr extra Geschwindigkeit drauf habt. Aber nicht so viele, dass ihr unter 30% Crit sinkt. Ihr seht, ich bin jetzt hier sogar ein bisschen unter 30%, also ich muss noch mal ein bisschen gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr zusammenkriege. Liegt aber am Patch, da haben die, glaube ich, mit den Stats ein bisschen was verändert, und ich habe den Char teilweise schon einen Ticken davor mehr zusammengestellt mit dem Speedgear, also da muss ich doch mal ein bisschen was anpassen. Genau. Heißt, ihr wollt halt im Optimalfall auf jedem Teil Crit drauf haben. Ne? Ich habe mir zum Beispiel den Inji-Teil auch gecraftet, wo ich dann nur einen Sekundär-Stat habe mit nur Crit. Und dann am besten auch Crit-Verzauberung. Habe ich jetzt zum Beispiel hier auf den Ringen und auch Crit-Sockel. Ihr könnt auch alternativ, gibt es zwei Speed-Sockel. Ne? Und zwar einmal hier der kleine, 28 Geschwindigkeit. Das müsste in dem Guide auch mit drin stehen. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo der ist. Die heißen, glaube ich, beides irgendwas mit Kantiger. Ja, genau, da haben wir sie. Kantiger Viridium, genau, und grüner Hart. Die beiden haben wir. Das eine bringt 19 und das andere bringt 28 Speed. Die solltet ihr aber nur reinmachen, wenn ihr genug Speed habt. Theoretisch wäre hier ein höherer Sockel besser, aber da das ein Level 50er Item ist, kann ich da, glaube ich, keinen BFA-Sockel reinmachen. Deswegen habe ich da den kleinen drin. Genau, aber sonst eigentlich maximal Crit. Das Wichtigste sind eigentlich Trinket. Ihr solltet euch zwei Trinkets suchen, die einen Secondary-Stat haben, den ihr halt hochpushen wollt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Trinkets, die jeweils 500 Crit drauf haben, und dementsprechend, ja, das eine ist vom PvP, wie ihr seht, und das andere ist hier einfach aus der Zaralek-Höhle 1.
Gut, das ist es eigentlich soweit, was ich jetzt hier in Speed habe. Zusätzlich könnt ihr als Ingi zum Beispiel hier noch so Nitro-Booster auf eurem Ding drauf basteln. Hier auf dem Gürtel. Das kann ich jetzt mal aktivieren. Seht ihr, dann bin ich auch ein Stück schneller. 331% bin ich schnell für ein paar Sekunden. Und das andere hatte ich euch schon gezeigt. Das ist hier aus der aktuellen Expansion. Da habe ich eine Tüftelei drauf, Schattenflammen, Raketen. Und das geht alle paar Sekunden im Speed hoch. Ist ein bisschen teurer. Da müsst ihr euch halt quasi so ein Ingi-Teil herstellen und dann diesen extra Tüftelei drauf basteln. Kleine Randinformation, das Ding hier hat 5 Minuten Abklingzeit, aber wenn ihr einen Raid-Boss tötet, ist die Abklingzeit jedes Mal resettet. Und habt ihr gesehen, da wird man bis zu 800% schnell. Da seid ihr so schnell beim nächsten Boss, dass ihr ihn umhaut und wieder zum nächsten Boss weiter lauft. Wenn ihr allein unterwegs seid, ist das cool. Mit meinem Vierer-Trupp macht das keinen Sinn, weil man dann halt einfach die Problematik hat, dass die anderen abgehängt werden. Ne? Deswegen setze ich das nicht ein, wenn ich mit meinen 4 Chars unterwegs bin. Wenn ich alleine unterwegs wäre mit dem einen, dann macht sowas Sinn. Dann ist auch der Nitro-Booster hier sinnig. Aber ja, genau, da müsst ihr gucken. So, das ist jetzt soweit die Geschichte, was ihr mit Max-Level-Chars am Gear machen könnt. Zusätzlich gibt es dann auch noch einen Trank, den ihr einsetzen könnt. Und zwar bringt ihr euch einen Haufen Speedstat. Den habe ich jetzt auf dem gar nicht. Aber auf dem Twink habe ich den rumliegen. Und zwar, das ist einmal der hier. Aufgeladene Fiole der Imbrunst. Und ja, die macht 743 Geschwindigkeit. Auf dem Low Char skaliert das sogar noch ein bisschen besser. Da ist es nämlich so, dass ihr dementsprechend für einen Stat Geschwindigkeit oder auch für einen Stat Crit und andere Sachen wesentlich mehr Prozente kriegt, ne? An Movement Speed oder dann halt auch an Prozentual Crit. Heißt, jetzt könnte ich euch das mal zeigen, wir setzen jetzt zum Beispiel hier diesen Trank ein, ne? Fiole der Imbrunst, die kann man erst einsetzen, wenn man auf Stufe 61 ist. Auf Stufe 60 geht sie nicht. Ne? Hier wollen wir natürlich auch wieder Qualitätsstufe 3 haben. Setzen wir uns das mal kurz ein. Und ihr seht, ich bin jetzt auf 256% Movement Speed. Wenn wir das Ding wegklicken, 37. Also 19% Movement Speed bringt mir nur der Trank. Und den kann ich 30 Sekunden lang draufhalten. Also das ist nicht so eine kurzweilige Geschichte. Es gibt auch noch andere Speed-Tränke, die ihr quasi für 5 oder 10 Sekunden einsetzen könnt. Das Ding ist wirklich eine halbe Stunde drauf. Ihr könnt es auch zweimal einsetzen, habt das für eine Stunde und müsst es dann halt immer wieder ein bisschen nachbasteln. Was kostet das? 70 Gold kostet das. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. So, wir gucken uns jetzt das Gear von dem an. Der hat auch wieder die Azerit-Teile an, ne? Auch hier wieder mit Langschreiter. Ihr seht, das ist ein Kettenchar. Der hat, glaube ich, nicht auf allen 4 Slots die Möglichkeit, aus Dungeons was zu bekommen. Sondern hier habe ich jetzt halt 15% drauf. Da haben wir auch 15. Und hier haben wir wieder 17% aus dem 5-Mann-Dungeon. Dann haben wir natürlich auch, ne, hier selbiges die Raumwelle mit 5% an. Ganz klar, das sollte man mitnehmen. Dann habe ich hier einen Rücken an. Wo ich quasi die BFA-Verzauberung drauf habe. Hier wäre es besser, wenn ich den Schneider-Craft-Umhang anhab, der hier halt auch die Geschwindigkeit drauf hat. Ich sag's euch ehrlich, ich habe auf Eredar hier niemanden gefunden, der mir diesen Schneider-Umhang herstellen konnte. Also das Ding ist nicht optimal, aber ja, es ist okay. Brust haben wir natürlich auch wieder die Dragonflight-Verzauberung drauf. Sorry, pardon. Also Dragonflight-Verzauberung hier auch. Und jetzt habe ich eigentlich an jedem Slot, wie ihr seht, diese 233er-Craft-Items an. Ne? Immer schön mit Geschwindigkeit. Und ihr seht, ich habe hier auch überall Crit drauf. Ne? Und zwar auch nur ein Crit-Stat. Man kann dann quasi beim Craften auswählen, dass man eine Rolle mit Crit nur reinwählt und dann quasi noch die Reagenz hier mit dem Movement-Speed. Dann kann man sich quasi Custom-Items craften. Das Schöne ist, ich habe jetzt mit dem, wo haben wir es, Crit. Ich habe 35% Crit, das ist eigentlich schon zu viel, aber okay, lieber zu viel als zu wenig. Und dann auf jedem Item, außer den Umhang, der ist halt verkackt, ne, habe ich keinen gefunden, nochmal Movement Speed drauf. Die Schuhe, ganz klar, da nehmen wir natürlich die Lone, weil die 10% sind wesentlich besser als eins von diesen Items. Wir können es jetzt mal exemplarisch zeigen. Ich bin bei 37%, ne, oder 237 ziehe ich das aus. Das sind nicht viel Prozent, das sind 2% nur, was so ein Item bringt, ne? Die Schuhe hingegen, wenn ich die ausziehe,
seht ihr, sind 10%. Deswegen die Low-Schuhe mit der Verzauberung, das macht einfach richtig viel aus. Genau, Ringe kann dann ein Juwel herstellen. Und hier seht ihr, ich habe in beiden diese kantigen Steine reingemacht. Die sind einzigartig. Also ihr könnt einmal den mit 19, einmal den mit 20 rein, mit 28 reinmachen. Hier macht es natürlich keinen Sinn, auf mehr Crit zu gehen, weil ich habe ja eh durch das Crit-Gear schon overcapped, ne? Und hier habe ich dann noch ein Crit-Trinket an. Und eine Crit-Waffe, aber wie gesagt, ich bin eh schon bald zu viel. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wenn ich die Sachen wieder ausziehe und dann unter 30% komme, sind wir 29, seht ihr, dann verlieren wir schon ein bisschen was, ne? Aber theoretisch, das Trinket bräuchte ich gar nicht mit Crit, aber lieber zu viel als zu wenig. Genau, das ist dann soweit der Char. Zusätzlich, ne, sind es natürlich auch noch Fähigkeiten, die man geskillt hat, beziehungsweise ich habe auch eine Geschichte geskillt, wenn ich ein Pet rausgepackt habe, dann kriege ich mehr Movement Speed. Solange ich keine Gegner angeschossen habe, kriege ich mehr Movement Speed. Da gibt es aber bei jeder Klasse unterschiedliche Sachen, die man skillen kann. Und ja, was ich euch noch zeigen kann, beim Hunter zum Beispiel, ne, hat man ja auch die Möglichkeit, hier den Aspekt des Geparden zu ziehen. Bringt auch theoretisch mehr Speed. Oder, jetzt klicken wir das mal weg, wenn ihr was skillt, könnt ihr den Rückzug ziehen, kriegt ihr auch mehr Movement Speed. Diese ganzen Sachen sind aber alle skillabhängig und da gibt es eine relativ schöne Übersicht. Jetzt gucke ich mal ganz schnell, ob wir es finden. So, kurz was nachtrinken. Ah, da haben wir sie. So, hier seht ihr eine Übersicht von allen Klassen, was hier am besten skillt. Ne? Dann seht ihr auch, bei welchem Spec ihr was skillen könnt. Und da ist eigentlich alles mit dabei. Das würde jetzt auch den Rahmen springen, wenn wir jetzt jede Klasse durchgehen und ihr guckt, ne, zum Beispiel Hexer, brennender Ansturm ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da solltet ihr zwischendrin immer wieder diesen Lebenssauger oder Blutsauger, heißt der, glaube ich, ziehen, dass ich wieder hochhalte. Aber das sind halt diese ganzen Sachen und am besten macht ihr euch dann halt mit eurem Char, je nachdem, ob ihr ihn für mehr Sachen nutzt oder halt nur für das Speed-Ding, verschiedene Builds und dann macht ihr euch halt ein Speed-Build, wo ihr diese ganzen Fähigkeiten reinzieht, die dementsprechend euren Movement-Speed erhöhen. So, das ist eigentlich jetzt soweit das Gearing mit Stufe 61 und Stufe 70. Der große Unterschied ist eigentlich, dass Stufe 61 halt besser mit den Stats skaliert und man mit dem eigentlich mehr Movement-Speed rausholen kann als mit einem Stufe 70er Char. Es gibt jetzt ein, zwei Sachen, die ich mit meinen Chars nicht gemacht habe, auf die wir jetzt noch eingehen wollen, die ihr vielleicht noch rausholen könnt. Und zwar gehen wir jetzt mal ein bisschen nach oben. Was ihr machen könnt, um noch mehr Movement Speed rauszuholen. Ihr könnt einen Sandalari-Troll nehmen. Da habt ihr, glaube ich, nochmal 5% mehr Movement Speed. Absolut beste Klasse. Ich habe einfach meine Chars schon genommen, weil ich die eh schon rumliegen hatte. Und dementsprechend, ja, die dafür einfach hernehmen konnte. Nachtelf hat jetzt, glaube ich, nochmal den Vorteil, dass ihr Shadow Melt habt, unter anderem. Was bei einigen Sachen recht vorteilhaft sein kann, wenn ihr alte Dungeons und Raids farmt, einfach um aus dem Combat zu kommen. Ne? Deswegen ist Nachtelf relativ praktisch. Dann, was es noch so gibt, was ganz gut ist mit dem Max-Level-Char, wo ihr vielleicht diesen Nachteil mit dem Stat-Scaling ein bisschen ausgleichen könnt. Ihr könnt hier diesen Onyx-Sockelring anlegen. Der ist aus dem Content aus Patch 10.07 und da könnt ihr Sockelsteine reinmachen. Achtung, der hat keinen Movement Speed an sich drauf und der hat auch keine Secondary Stats. Heißt, ihr kommt noch mehr in Bedrängnis, die Secondary Stats vollzukriegen. Ist eine zweischneidige Sache. Ich persönlich habe mir nicht gefarmt. Wenn ihr den holt, den Ring kriegt ihr relativ schnell, gibt es ein paar von diesen Steinen. Hier gibt es einen Stein, der, wenn ihr in den Kampf kommt, für 4 Verbündete in der Nähe 8 Sekunden lang den Movement Speed erhöht. Dann haben wir einen Stein, der unsere Geschwindigkeit, wenn wir uns bewegen, auch die Geschwindigkeit erhöht. Um 77 bis zu 5-mal stapelbar. Und dann haben wir noch einen, in der Nähe einer sterblichen Kreatur wird ein Teil ihres Mojos entzogen und letztlich kanalisiert. Das anscheinend erhöht das auch noch irgendwie den Movement Speed. Keine Ahnung. Ich habe den mit dem Char hier nicht geholt oder mit meinem Level 70er Char nicht geholt. Aber das sind anscheinend alles Sachen, die unseren Tertiär Movement Speed erhöhen und ja, ein bisschen was dürfte es bringen. Ehrlich gesagt, glaube ich, über einen Langschreiter kriegen wir insgesamt mehr raus als über diese Proc-Sachen. Und da gehe ich dann lieber mit meinem Max-Level-Char direkt auf Crit. Aber theoretisch kann man damit auch ein bisschen rumspielen. Vor allem, wenn ihr vielleicht alleine unterwegs seid mit dem Char, macht Sinn. Ich bin immer vorsichtig mit so Proc-Sachen. Schlichtweg deswegen, weil da meine Chars unterschiedlich schnell sind und das ist dann
ungünstig. Weil ich habe halt zwei Level 61er und zwei Level 70er drin. Die Level 61er habe ich eh mal Follow, weil die schneller sind. Aber die zwei Level 70er, die sind halt ähnlich schnell, ne? Und wenn dann einer einen Block hat, der andere nicht, dann bricht halt das Follow wieder. Deswegen ist das für mich jetzt eher uninteressant. Die Handwerkssachen hatte ich euch erzählt. Die VZ hatte ich euch auch erzählt. Hier sind auch nochmal Pros, Cons aufgelistet, aber das Zeug, was ich euch eh schon erzählt habe. Dann gibt es hier halt diese Racial Abilities. Das ist das mit dem Zandalari-Troll mit 5%. Wie gesagt, das ist der beste, wenn ihr neue Chars erstellt, macht das Sinn. Es gibt noch viele andere. Diesen Raketensprung gibt es auch noch aus Goblin zum Beispiel. Oder als Vopera kann man sich porten mit so einem Lager aufschlagen. Highland Tower hat so einen kleinen Charge und sowas. Also da gibt es einige Sachen. Ich kann euch das mal mit einem Raketensprung gerade zeigen. Ne? Also hier auf 6 habe ich diesen Sprung. Macht jetzt nicht ultimativ viel aus, aber ist ein bisschen was. Ne? Aber wie gesagt, wenn ihr euch neue Chars dafür erstellt, dann Zandalari Troll ist das Beste. Hier haben wir auch noch Racial Abilities, ne? Da könnt ihr dann halt dann auch noch gucken, was von der Allianz ist. Wie zum Beispiel Gnome können hier Movement-Effekte, Movement-einschränkende Effekte runternehmen. Hm, weiß ich nicht. Forgen haben einen kleinen Speed-CD und so. Shadow Melt haben wir hier. Also, wie gesagt, der stärkste ist definitiv die 5% vielleicht mehr Movement-Speed. Dann haben wir jetzt hier die VZs, die hatte ich ja euch schon gezeigt, die ich drauf wähle. Auch hier diese Steine, wie gesagt, die machen halt nur Sinn, wenn ihr die 30% Stats schon ausgeschöpft habt. Genau, hier den, die Verzauberung für die Ringe, das macht natürlich auch Sinn für den Langschreiter. Dann die Waffen-VZ habe ich nicht drauf. Die kann nämlich procken und euch 447 Geschwindigkeit geben für 15 Sekunden. Habe ich persönlich nicht drauf, weil ich nicht will, dass die random procken, dass meine Chars ungleich schnell sind, aber für einen Einzelchar macht es definitiv Sinn. Stiefel, schwache Tempo, hatte ich euch gesagt, nur ist die beste, nimmt nicht die aktuelle. Dann die Flas und Elixiere, da macht es, wie gesagt, Sinn, hier die Fiole der Imbrunst zu nehmen, Flat Movement Speed. Es gibt ja noch ein paar andere, die sind aber Käse, wenn ich ehrlich bin. Dann gibt es für Low-Level-Chars noch einen Movement-Speed-Trank, macht aber keinen Sinn, weil ihr wollt auf 61 und höher sein. Nitro Booster hatte ich euch gezeigt. Dann gibt es noch den Trank der Böe. Ja, da schleudert ihr euch irgendwie nach vorne. Habe ich bis jetzt auch nicht großartig verwendet. Für meine Vierer-Squad macht das keinen Sinn. Food gibt es nur ein altes. Gebratene Grätenfisch, der macht auch noch ein bisschen mehr Movement Speed. Da müsst ihr aber, glaube ich, die Chars selber töten. Deswegen habe ich den jetzt für meinen Vierer-Squad auch nicht benutzt. Ein bisschen was könnt ihr aber damit noch rausholen. Dann gibt es noch so einen Haufen so Special-Sachen. Hier gibt es zum Beispiel die Skischuhe, das ist ein Item. Habe ich mir aber auch nicht gefarmt. Goblin-Gleiter kannst du in Instanzen und Raids nicht benutzen. Und dann gibt es hier noch ein paar so Items, die man sich farmen kann, die Aufladungen haben. Aber ich sag's euch so, die zum Farmen dauert länger als die paar Sekunden, wo ihr mehr Movement Speed habt. Also Sachen, die sich verbrauchen, die man nicht direkt aus dem Haar kaufen kann, machen für meinen Betrachten auch wenig Sinn. Ne? Deswegen kann man machen. Ne? Hier gibt es auch noch die Dunkelmondkanone und so, aber alle diese Sachen finde ich jetzt für mich persönlich nicht sonderlich interessant. Was es dann vielleicht noch gibt, was ich nicht gesagt hatte. Mit Alchi kann man sich einen Alchemistenstein machen, auch mit Shadowlands und halt diesen Movement-Speed-Fähigkeit wieder als Reagenzien mit reinlegen. Heißt, wenn ihr euch einen Beruf aussucht, macht es Sinn, Alchi und Inji miteinander zu paaren. Inji für diese ganzen Speed-Bonus und Alchi kann halt das eine Trinket noch anlegen mit Movement-Speed. Ne? Dann sind jetzt hier noch ein Haufen Inji-Ports drin. Ja, das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Gear zu tun. Da könnt ihr euch, wo ihr hinporten könnt. Wenn ihr Inji seid, habt ihr da einige Möglichkeiten, wenn ihr halt da die alten Dungeon und Raids farmt. Dann haben wir hier einen Haufen Movement-Speed-Fähigkeiten drin, da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf gehen, eingehen. Dass ihr einen Dalaran-Ruhestein nehmen könnt, Garnisons-Ruhestein, ja, ist okay. Ist jetzt auch für uns nicht interessant. Die Abilities haben wir vorher schon gesagt, ne? Da könnt ihr euch mit der jeweiligen Klasse was raussuchen, was ihr da benutzen könnt. Und ja, das ist das mit den Stats, das hatten wir uns auch schon angeguckt. Das hatten wir uns auch schon alles angeguckt mit Langschreiter. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Items. Wie gesagt, könnt ihr euch das raussuchen. Nehmt immer das Normal-Item. Das hat am meisten prozentualen Movement-Speed drauf. Genau. Und da unten ist dann auch nochmal ein Vorschlag, wie ihr euer Gear quasi einmal ausstaffieren könnt. So als Beispiel zum Beispiel haben wir hier diese ganzen Items jetzt aus Shadowlands drin. Ne? Das ist, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Beziehungsweise das ist von einem Level 61 und das ist hier von einem Level 70er Char.
ihr wollt halt eigentlich bei den Items möglichst hohes Gear nehmen, weil ihr da mehr Stats drauf habt, ne, für den Tertiär-Stat, wenn ihr was draufgerollt habt, und auch für den Sekundär-Stat, um quasi euren Langschreiter von den Azeri-Teilen zu boosten. Genau, das ist es eigentlich jetzt im Großen und Ganzen. Viel mehr kann ich euch dazu jetzt nicht sagen. Wie gesagt, die beiden Sachen haben wir uns jetzt angeguckt. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in den schriftlichen Guide, den wir jetzt so grob durchgegangen sind, auch nochmal reingucken. Ich werde euch den verlinken. Solltet ihr noch irgendwas selber haben, wo ihr sagt, oh, das hat der Taylor vergessen zu sagen, das ist richtig krass, das erhöht auch nochmal was, teilt es gerne mit der Community, schreibt es gerne unten mit rein. Und ja, dann sind wir soweit durch mit dem kleinen Speed Gear Guide, und ja, dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.